Enttäuschung beim 1. FC Magdeburg. Viel Aufwand, kein Ertrag. Gegen stark ersatzgeschwächte Meppener dominiert der FCM von Beginn an. Die beste Chance in der 21. Minute durch Lukas Schuler. Der Stürmer trifft den Ball im Fallen nicht richtig. Meppens Trainer Rico Schmidt sieht auch in Halbzeit zwei stürmende Magdeburger. Artigs scharfe Hereingabe kann der eingewechselte Brünker nicht im Tor unterbringen. Kurz vor Schluss ist es dann wieder Brünker, der das Spiel hätte entscheiden können. Aber Meppens Ersatzkeeper Harsmann rettet das Unentschieden für die Emsländer. Ich kann mich an keine Torschuss von Meppen erinnern. Die wussten wahrscheinlich nicht mal, wo vorne und hinten ist. Letztendlich sind wir dafür verantwortlich, Tor zu machen. Und dann ist das ein ganz klarer Sieg. So aber bleibt Magdeburg zum dritten Mal in Folge ohne Dreier, aber weiter unangefochtener Tabellenführer.